Heute machen wir mal einen kleinen Ausflug in Richtung Business bzw. sogar Privatfliegerei. Das sind ja eigentlich Bereiche, mit denen wir sonst hier nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, aber es ist nun mal so, dass viele technische Entwicklungen in der Luftfahrt ihren Ursprung in der Militär- oder aber Business- und Privatfliegerei haben. Und dann Stück für Stück wandern die Dinge halt in den zivilen Flugzeugbau über. Tja. Das liegt ganz oft einfach daran, dass in den ersten genannten Bereichen das Geld in der Entwicklung doch noch mal etwas lockerer sitzt als dann wirklich im letztendlichen Verkehrsflugzeugbau. Sei es jetzt die neueste Generation an Wetterradar oder die strikte Nutzung von Touchscreens im Cockpit. Das findet man dann eben zuerst in diesen Bereichen. Und so ist es auch mit Funktionen, die jetzt Teile des Fliegens automatisieren können. Da gibt es ein paar neue spannende Sachen und die wollte ich euch heute einfach mal kurz zeigen. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir fangen mal an mit einer Sache, die ihr höchstwahrscheinlich schon mal gesehen habt. So neu ist das Ganze nämlich gar nicht mehr, aber es ist heute immer noch extrem beeindruckend. Und zwar wurde an der Speerspitze der Business Jets gerade jetzt vor ein paar Tagen von dem Unternehmen Gulfstream ein neues Flugzeug vorgestellt. Und zwar ein neues Flaggschiff. Es ging da um das neue Modell G700, ein Flugzeug, das höchstwahrscheinlich vor allem mit der ebenfalls noch recht frischen Bombardier Global 7500 konkurrieren wird. Und im Vergleich zur Konkurrenz soll das neue Gulfstream-Flugzeug die größte, breiteste, schönste, längste Kabine haben. Unterm Strich geht es da in diesem Segment um einige Zentimeter, aber ist auch vollkommen egal, das Ding sieht von innen nun mal so aus, wie ein Privatjet halt aussieht. Wirklich interessant und beeindruckend sind die Leistungswerte des Flugzeuges. Denn da hat man bei der G700 nochmal ein bisschen was oben drauf gelegt im Vergleich zum vorherigen Flaggschiff von Gulfstream, der G650ER. Beispielsweise gibt es jetzt bei der G700 ein nochmal leicht angehobenes maximales Abfluggewicht von mittlerweile knapp 49 Tonnen. Nur mal so zur Einordnung, im Vergleich zur damaligen schnuckeligen Boeing 737-100, die mit etwas mehr als 120 Sitzplätzen unterwegs sein konnte, ist die Gulfstream G700 beim Start knapp 5 Tonnen schwerer. Ein heutiger, moderner Airbus A220-100, also die kürzere Variante des Airbus A220, der darf beim Start beispielsweise knapp 54 Tonnen schwer sein, also wiederum gut 5 Tonnen schwerer als die Gulfstream G700. Aber auch von den Dimensionen ist so ein Privatjet heute nicht mehr zu unterschätzen. Das Ding ist knapp 34 Meter lang und damit auch nur gut einen Meter kürzer als der Airbus A220-100. Also eventuell auch von den Leistungsdaten ein vergleichbares Flugzeug, könnte man denken, ist aber natürlich nicht so. Was unter anderem natürlich daran liegt, dass der A220 für deutlich mehr Passagiere ausgelegt ist als die G700. Aber während der A220 beispielsweise maximal auf 41.000 Fuß steigen kann, auf Flugfläche 410, was schon ganz ordentlich ist, eine Boeing 737-800 kann beispielsweise maximal auch so hoch fliegen, wenn sie voll beladen ist, mit 180 Passagieren an Bord, voll mit Gepäck und so weiter, geht da erstmal deutlich weniger, aber das ist das theoretische Maximum, was dieses Flugzeug erreichen kann. Das ist aber noch nichts im Vergleich zur G700, denn die kann steigen auf 51.000 Fuß, also auf Flugfläche 510. Das sind gute 15.500 Meter über dem Meeresspiegel und das ist ziemlich hoch. Und da kann das Flugzeug maximal Mach 0,925 schnell sein, also 92,5% der Schallgeschwindigkeit. Normale Reisegeschwindigkeit oder eine der beiden normalen Reisegeschwindigkeiten des Flugzeuges wäre dann da oben Mach 0,9. Und das ist verdammt schnell, auch noch in dieser Höhe. Um die Reichweite des Fliegers dann nochmal zu erhöhen, würde man dann die Geschwindigkeit nochmal etwas drosseln. So macht man das bei Verkehrsflugzeugen ja auch. Aber nichtsdestotrotz sind das ziemlich beeindruckende Werte. Richtig abgefahren wird es dann vorne im Cockpit, denn da findet man das seit einigen Jahren verfügbare Symmetry Flight Deck von Gulfstream. Und das sieht nicht nur ziemlich cool aus, sondern das vereint auch so ein bisschen das Beste aus den Airbus- und Boeing-Welten. Also man hat ein Fly-by-Wire gesteuertes Flugzeug, das heißt man kann diese Maschine auch mit Side-Sticks steuern, das wird ja auch gemacht. Davon gibt es dann da vorne im Cockpit zwei Stück, wie bei Airbus. Die Dinger sind dann aber mechanisch miteinander verbunden, wie bei Boeing. Fast alles andere, was man dann zum Fliegen des Flugzeuges benötigt, findet man auf berührungsempfindlichen Monitoren, auf Touchscreens. Und das kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich kann es auch verstehen, wenn man da erstmal ein bisschen skeptisch ist. Aber wenn man sich mal dazu zwingt, ein bisschen offen für diese neue Technologie zu sein,
in Cockpits zumindest eine neue Technologie, dann entdeckt man schnell, dass man wirklich viele beeindruckende Möglichkeiten beim Fliegen eines Flugzeuges hat, wenn man solche Displays nutzt. Alles ist variabel, auf die jeweilige Flugphase zugeschnitten und man findet immer in den richtigen Momenten die richtigen Informationen, intuitiv zusammengepackt in genau den richtigen Happen, sodass man ein Flugzeug beispielsweise deutlich schneller starten kann, deutlich schneller fertig zum Rollen machen kann, deutlich schneller für den Start vorbereiten kann und so weiter. Gulfstream ist dann aber nochmal einen ziemlich großen Schritt weiter gegangen, indem sie jetzt auch noch Touchscreens oben am Overhead-Panel verbaut haben. Denn damit wieder was, wo ich verstehen kann, wenn man dem Ganzen erstmal skeptisch gegenübersteht. Denn damit dienen diese Displays ja jetzt nicht nur noch als Anzeige, um irgendwelche Informationen zu bekommen, in schön dargestellter Form, sondern Touchscreens werden jetzt auch dafür verwendet, primär zum Fliegen benötigte Systeme zu steuern. Und die haben sich darüber ja auch echt eine ganze Menge Gedanken gemacht. Also wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, weniger zuverlässig als Knöpfe sind berührungsempfindliche Monitore heute eigentlich auch nicht mehr. Und so Argumente wie Bildschirmfehler oder Stromausfall bei so redundant ausgelegten Systemen, das zieht eigentlich auch nicht. Unterm Strich ist das hier ganz sicher eines der fortschrittlichsten, modernsten und auch ergonomischsten Cockpits, die man so auf dem Markt finden kann. Und das wird von den Business Jets auch jetzt immer weiter in Richtung Zivilflugzeuge schwappen. Und das ist auch erstmal gar nicht schlecht. Aber jetzt zu einem anderen wichtigen System, das ebenfalls in den letzten Tagen vorgestellt wurde und extrem beeindruckend ist. Eventuell erinnert ihr euch noch an einen Beitrag, den wir vor wenigen Monaten gemacht haben. Es ging da um eine automatisch landende DA-42, also um ein automatisch landendes Kleinflugzeug, ein Zweisitzer. Das Ganze läuft unter dem Oberbegriff Sea-to-Land und wird durchgeführt von der Technischen Universität in München in Zusammenarbeit mit der TU in Braunschweig. Und da ging es um eine Fly-by-Wire gesteuerte DA-42, die eine automatische Landung durchgeführt hat, ohne dabei auf bodenseitige Systeme in irgendeiner Form angewiesen zu sein. So soll sich das Flugzeug beispielsweise selbstständig auf irgendeinen GPS-Approach an irgendeinem Flugplatz setzen lassen und dann wird die Maschine diesen GPS-Approach selbstständig abfliegen und auf den, in Anführungszeichen oder sprichwörtlich auf den letzten Metern, übernimmt dann ein aus zwei Kameras bestehendes System und führt eine automatische Landung durch. Wenn man so will, quasi ein automatischer Visual Approach. Schon 4 Jahre zuvor hatte so eine Fly-by-Wire gesteuerte DA-42 eine automatische Landung durchgeführt, damals allerdings ohne dieses visuelle System, also ohne die beiden Kameras, sondern lediglich mit Hilfe des GPS-Approaches, der an sich schon mal relativ genau sein kann, wenn halt eben diese bodenseitigen Stationen zur Verfügung stehen, die das Ganze dann dementsprechend korrigieren. Und mit Hilfe ihres Radio-Altimeters, also mit Hilfe ihres Radiohöhenmessers. Danach sollte dann noch eine sogenannte Auto-Take-Off-Funktion entwickelt werden und eine Emergency-Return-Funktion, die das Flugzeug selbstständig zu einem Flugplatz seiner Wahl umkehren lässt und dort eine Sicherheitslandung durchführen lässt. Aber wirklich viel gehört hat man davon in den letzten Monaten dann nicht mehr. Jetzt kommt allerdings der amerikanische Flugzeughersteller Piper um die Ecke, ein Hersteller, von dem die meisten von euch sicherlich schon mal ein bisschen was gehört haben, und bringt die neue M600 SLS, eine ziemlich abgefahrene Variante der Piper Malibu, ein extrem erfolgreiches Flugzeug. Und da gibt es dann eine Ausstattungslinie namens Halo. Es ist tatsächlich eine Ausstattungslinie, die so ziemlich alles beinhaltet, was man sich heute in einem solchen Flugzeug vorstellen kann. Das Ganze basiert auf der G3000 Avionik von Garmin. Das ist so ziemlich das fortschrittlichste, was man in Anführungszeichen so kleinen Flugzeugen heute finden kann. Und dieses System hat zahlreiche Funktionen, wie beispielsweise das Garmin Synthetic Vision, was unter anderem erschreckend gut das Terrain, das Gelände um einen herum auf dem Primary Flight Display, auf dem PFD des Flugzeuges anzeigen kann. Aber nicht nur das, sondern auch noch aktuelle Wetterinformationen in Echtzeit oder auch den Verkehr um einen herum. Dazu kommen Dinge wie beispielsweise ein Emergency Descent Mode, was sicherlich noch mit so am leichtesten nachvollziehbar ist und damit sicherlich auch das ist, was am wenigsten spektakulär ist. Das Flugzeug oder das System dahinter hat ganz einfach dauerhaft die Kabinenhöhe im Auge. Das ist ja ein Flugzeug mit einer Druckkabine, was auch dementsprechend hoch steigen kann. Fällt der Druck in der Kabine jetzt ab, die Kabinenhöhe steigt auf eine Höhe, in der Menschen auf kurz oder lang irgendwann bewusstlos werden ohne zusätzliche Sauerstoffzufuhr und der Pilot reagiert nicht selbstständig, dann kann dieses System von sich aus den Emergency Descent einleiten. Es beginnt also mit einem zügigen Sinkflug.
Und dabei dreht der Autopilot des Flugzeuges natürlich nicht einfach nur die Höhe nach unten und schaut dann mal, bei welchem Berg er dann als erstes rauskommt, sondern das Flugzeug wird natürlich passend im Raum platziert und sinkt dann selbstständig auf eine Höhe und levelt da auch wieder aus, also hört dann auch auf zu sinken, in einer Höhe, in der der Pilot wieder zu sich kommen kann und die Kontrolle dann wieder übernehmen kann. Das ist eine Sache, die Verkehrspiloten während ihrer Ausbildung definitiv einmal im Simulator trainieren müssen und dann auch immer und immer wieder in regelmäßigen Abständen trainieren, damit da die Handgriffe auch wirklich sitzen, wenn das Ganze mal passiert, damit sie auch wirklich in ihrer sogenannten Time of Useful Consciousness, also in dem Zeitraum, in dem man noch sinnvoll handeln kann, ohne zusätzliche Sauerstoffzufuhr, die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Dinge tun und das Flugzeug in einen solchen Emergency Descent bringen. Bei Flugzeugen mit Druckkabine, die gar nicht abwertend gemeint von einem Hobbypiloten in unregelmäßigen Abständen ganz alleine geflogen werden können, ist das sicherlich nochmal ein anderes Thema und dementsprechend sinnvoll, dass man einen solchen Mode in diesem Flugzeug hat. Tja, und trotzdem ist dieser Emergency Descent Mode ein ziemlich gutes Beispiel, denn der hat es mittlerweile in zivile Flugzeuge geschafft. Der Airbus A350 ist mit einem solchen Modus ausgestattet. Aber weiter im Text. Neu in der Piper M600 SLS und auch im nächsten Cirrus Vision Jet für das Jahr 2020 ist dann noch eine sogenannte Emergency Autoland Funktion. Okay, über Autoland bei Kleinflugzeugen haben wir eben schon mal gesprochen. Das ist halt die eine Seite. Die andere Seite ist dann, wie hat man das Ganze implementiert und wie funktioniert sowas? Das funktioniert auf Knopfdruck oder selbstständig durch fehlende Inputs des Piloten. Dann schaltet sich diese Emergency Autoland Funktion ein und das, was dann passiert, ist ziemlich beeindruckend. Das System greift dann auf eine Datenbank zurück und führt eine Entscheidungsfindung durch. Ähnlich oder fast genauso, wie das auch professionelle Piloten tun würden. Und zwar auf Basis von Daten wie Runway, Wetter, Terrain, Entfernung sucht sich das Flugzeug selbstständig in einem 370 Kilometer Radius, in einem 200 nautischen Meilen Radius, einen Flugplatz mit GPS Approach aus und fliegt dort ganz einfach hin. Das System übernimmt dabei so ziemlich alles. Es erstellt einen eigenen Flugplan, fliegt um Berge und Wetter drumherum, fliegt Holdings, wenn nötig, also Warteschleifen, spricht selbstständig mit den Lotsen, erklärt den Insassen das, was es gerade tut, betätigt dann auch Klappen und Fahrwerk, landet das Flugzeug selbstständig, wer hätte es gedacht bei einer Emergency Autoland Funktion, und stellt das Flugzeug dann mit abgeschaltetem Motor auf der Bahn ab. Und wenn man denn so will, ist das ja quasi autonomes Fliegen ab einem gewissen Punkt, oder? Und das könnte ja bedeuten, dass es jetzt nur noch ein paar Monate dauert und schon findet man autonomes Fliegen in allen möglichen Verkehrsflugzeugen. Das wird ganz sicher nicht so passieren, denn das wichtige Stichwort an der ganzen Sache ist hier Emergency. Denn das ist quasi der Freifahrtsschein, um geradeaus einfach mal zum nächsten Flugplatz zu fliegen und sich da irgendwie den Approach runterzuhangeln und dann da einfach mal zu landen. Denn durch dieses Wort, durch das Wort Emergency, durch diese Situation startet man ja den verantwortlichen Lotsen mit der Aufgabe aus, alles auf dem Weg dahin freizuräumen. Und das hat mit autonomem Fliegen in der täglichen Operation, wenn alles ganz normal läuft, tatsächlich noch ziemlich genau gar nichts zu tun. Und bis dahin sind es auch sicherlich noch einige große Schritte, aber das, was da jetzt passiert ist und das, was schon im nächsten Jahr in der Piper M600 SLS und im Cirrus Vision Jet verfügbar sein wird, das ist ein riesengroßer Schritt in Richtung mehr Sicherheit. Dazu kommt, das ganze Ding hat heute auch noch ein paar Schwachstellen. Was soll das System beispielsweise mit der Info anfangen im letzten Moment, wenn der Lotse sagt, es stehen drei Schafe auf der Landebahn, bitte durchstarten und es gleich nochmal probieren? Gar nichts. Und auch Systemfehler oder kleinere Fehler an den Steuerflächen kann das System nicht so intuitiv ausblenden, wie das beispielsweise ein guter Pilot könnte. Und trotzdem, das, was man da für Schritte gemacht hat und wie man es geschafft hat, diese Systeme in handelstauglicher Form per Knopfdruck zu verpacken, das ist schon ziemlich beeindruckend und da wird in den nächsten Jahren auch sicherlich noch eine ganze Menge passieren. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich sehr auf eure Meinung zu diesem Thema. Ist ja immer ein heiß diskutiertes Thema. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.